verdichten in der Stadt, das macht den Leuten auch Angst. Was gibt es da für Lösungen? Die erste Lösung ist, dass wir uns einen anderen Begriff zulegen. Verdichten tönt nach eng, tönt nach schmal und wenig. Und wir müssen dafür sorgen, dass Innenentwicklung auch bessere, höhere Qualitäten bringt. Und dann verlieren auch die Leute die Angst. Und man muss das vorleben. Und was ganz wesentlich ist, ist, dass wir auch architektonisch sehr schöne Wohnungen bauen, wo Heimat entsteht. Sie sind Planer, jetzt zum Platzbedarf. Wohin geht der Trend? Wie viel Platz brauchen die Leute wirklich? Also wir haben in den letzten 50 Jahren uns gesteigert von 22 Quadratmeter auf etwa 50. Das ist zu erklären auch mit der demografischen Entwicklung. Die Kinder ziehen früher aus, die Leute werden älter und bleiben in ihrem Haus. Das wird nicht so weitergehen. Und ich bin überzeugt davon, dass in Zukunft auch die Leute wieder etwas haushälterisch mit ihrem Wohnraum umgehen wollen, weil es ja nur Arbeit bedeutet. Mehr Staubsaugen, mehrere Badeplättli putzen und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch architektonisch sehr gute, interessante Lösungen.